Hallo zusammen, ich bin der Alessandro Costanzo und heute zeige ich euch auf, wie ist die Ausgabenentwicklung im Alter. Für das habe ich euch hier eine Grafik parat gemacht. Das ist nicht der Mercedes-Stern, das ist ein Peace-Zeichen, sondern das ist euer Tag. Wir haben hier 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und wir haben 8 Stunden Schlaf. Jetzt ist es ja so, dass grundsätzlich hier das Geld reinkommt und hier gibt man grundsätzlich das Geld aus. Jetzt, was passiert mit diesem Diagramm hier, wenn ihr pensioniert seid? Die zwei einzelnen Abschnitte vom Tag werden zu einem Abschnitt. Also das wird eure komplette neue Freizeit. Also das heisst, man hat jetzt eine gute Möglichkeit, hier Geld auszugeben und hier Geld auszugeben. Das ist jetzt eine Skala, die ich euch zeige, wie die Ausgaben sich werden entwickeln, wenn man dann auch pensioniert ist. Das ist ein Diagramm, das ich euch zeige, das vom Bundesamt für Statistik gemacht worden ist. Hier ist man 65. Hier ist man 75 und hier sagen wir jetzt 80 Jahre alt. In den ersten 10 Jahren ist es so, dass die Ausgaben sich eher werden steigern, weil wenn man grundsätzlich noch fit ist und gesund ist, dann will man sich das ein oder andere Träumchen verwirklichen. Ab 75 ist es so, dass es eher wieder ein bisschen abnimmt, weil man hat ja auch die Sachen gesehen, man hat auch Sachen können erfüllen, die Träume, die man hatte. Und dann wird man eigentlich ruhiger. He? Die Enkelkinder genießen und so weiter. Jetzt, was passiert ab 80? Oftmals ist es so, dass dann die Leute meistens sagen, ja, dann bin ich daheim, dann bin ich im Bett, dann mache ich nichts mehr, dann mache ich gar nichts mehr. Richtig. Man ist zwar dann daheim, aber die Ausgaben werden sich erhöhen. Hier. Warum? Das ist ganz einfach. Weil dann kommen Gesundheitskosten auf einen zu. Kuren, Pflege, Spitex, Spitalaufenthalte, die man vielleicht hat, Medikamente, die umgestellt müssen werden. Und das ist eigentlich so, kann man also nicht sagen, man hat im Alter weniger Ausgaben. Das ist nochmal zum Erklären für alle Leute, die hier zuschauen. Das ist eine Statistik vom Bundesamt für Statistik, wo das herausgefunden hat, was im Durchschnitt, wie sich die ganzen Ausgaben werden entwickeln,